Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo Lokführer. Sie sind heute auf dem Weg von Simmental her zur Bundesfeier in Blausee. Nehmen Sie bitte den Zug in Betrieb, aktivieren Sie das ZUB-System und dann machen Sie sich fahrbereit. Genau so schaut die Agenda für den Aufrüstvorgang unseres Zuges aus. Wir werden uns jetzt gleich in den Zug reinsetzen und ja, erstmal in Richtung Spiez fahren, denn wir stehen gerade noch vor der Bahnhofseinfahrt. Und ja, wie man schon lesen kann, sind wir heute mit einem Extrazug unterwegs, besser gesagt einem Sonderzug, denn wir fahren heute zu einem ziemlich besonderen Anlass mit einem auch ja, ziemlich besonderen Fahrzeug, nämlich zur Bundesfeier bis nach Blausee. Die Bundesfeier ist quasi der schweizerische Nationalfeiertag und ja, der findet jedes Jahr am 1. August statt, wird eben dann durch die Schweizerische Eidgenossenschaft auch zelebriert. Und anlässlich dieses Ereignisses haben wir uns heute den sogenannten Kambli-Zug geschnappt. Das ist nämlich der ja, BLS Lötschberger, den wir hier fahren, in entsprechender Kambli-Lackierung oder mit dem entsprechenden ja, Werbedesign von Kambli. Dazu dann vielleicht später noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir setzen uns erstmal wirklich in das Fahrzeug rein, rüsten das noch auf. Ich habe an der Stelle schon die Beleuchtung im Fahrzeug eingeschaltet, beziehungsweise die Spitzenbeleuchtung. Und ja, wir aktivieren mit der Taste K oder im Führerraum mit der Maus den Schlüsselschalter, aktivieren damit das Fahrzeug quasi oder sagen dem Fahrzeug, dass wir betriebsbereit sind. Wir heben den Stromabnehmer, der geht dann nach oben und wenn er am Fahrrad angekommen ist, werden uns die ungefähr 15 kV an Fahrradspannung angezeigt. Wir legen den Hauptschalter ein, einen Moment gewartet und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast abfahrbereit. Der Fahrtrichtungswende geht noch nach vorne und ja, dann können wir eigentlich auch schon losbrausen. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz das ZUB-System aktivieren. Das können wir über die grüne Taste machen, über die Prüftaste. So, jetzt wird ganz kurz eine Schnellbremsung eingeleitet, zu Prüfzwecken natürlich nur. Und dann wird uns das ZUB-System aktiv gemeldet. Perfekt. So, Bremse ist jetzt wirklich gelöst. Dann na, den Hauptschalter noch rein. So, und dann können wir los. Auf geht's. Langsam erstmal losfahren mit 40. Und die Instrumentenbeleuchtung aktivieren wir uns noch. Entweder über die Taste I oder hier mit dem Bedienschalter. Kann man dann genau auch einregeln, wie hell man wirklich die Instrumente haben möchte. Und eine sehr schöne Sache werden wir jetzt auch gleich noch nutzen, wenn wir uns sowieso hier im Anrollen auf Spitz befinden, nämlich den Tachometer. Da geben wir einmal die 40 ein. Den können wir entweder aktivieren über die Taste Y. Dazu ja, wird quasi einfach die Geschwindigkeit nach oben versetzt. Und mit der Taste C können wir die Geschwindigkeit an der Stelle wieder verringern. Optional geht das eben auch hier über die ja, Plus- und Minus-Tasten im Führerraum. So, Vorsicht, beziehungsweise Halt erwarten. Das Ganze wird natürlich auch quittiert. Und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren, weil das nächste Signal ist jetzt gleich rot. Ja, aktuell fahren wir in Spitz ein. Da wir für den Sonderzug jetzt nicht eine ja, explizite Beschilderung haben für den Nationalfeiertag und leider auch nicht Sonderzug eingeben können, werde ich das jetzt einfach mal so machen, dass wir als Zugziel an der Stelle Brig eingeben, auch wenn wir nicht bis ganz nach Brig fahren werden, aber damit zumindest irgendetwas in der Zugzielanzeige oben drin steht, schildere ich an der Stelle mal den Regionalexpress in Richtung Brig und ja, wir fahren jetzt erstmal hier in Spitz ein, die Bahnstrecke, also die Lötschbergbahn, von Simtrain führt nämlich von Spitz bis nach Brig. Er hat quasi diesen Teilabschnitt nachgebildet, weil das ja auch der ja, interessante Streckenabschnitt ist, nämlich die Lötschbergbahn selbst. So, wir bekommen Fahrt mit 40 und Fahrt mit 40 erwarten. Ihre nächsten Anschlüsse: Intercity 6 nach Thun, Bern, Olten, Basel, Gleis 3, Intercity 6 nach Spitz, your next connections, the Intercity 6 service to Thun, Bern, Olten, Basel, platform 3, the Intercity 6 service to Fisk, Brig, platform 3. So, unser Zug kommt erstmal an, als Sonderzug, der wird leider nicht genannt.
Das wäre natürlich echt noch schön, wenn man hier für den Sonderzug vielleicht die eine oder andere Ansage mit reinmachen würde. Aber die Fahrt ist ja noch lang. Was nicht ist, kann noch kommen. Von daher sind wir mal gespannt. So, Ankunft in Spitz auf Gleis 4. Wir schauen mal ganz kurz, in welchem Bereich wir halten sollen. Ja, wahrscheinlich vorne ja, ABC. Nehmen wir den doch direkt. Da sehen wir auch direkt das Signal dann. So, wir bremsen den Zug mal schön ein. Ganz entspannt. Wobei die Fahrgäste stehen da vorne. Dann ärgern wir die mal nicht und halten auch wirklich bei den Fahrgästen an. So. Weil du siehst schon, hier vorne ist es richtig voll. Die wollen alle mit zur Bundesfeier. Bis nach Blausee-Mittholz. So. Schön langsam angehalten. Und dann öffnen wir mit der Taste O in Fahrtrichtung rechts die Türen. Die gehen auf. Unsere Fahrgäste können schon reinspringen in den Zug. Und verriegeln können wir die Türen dann wieder entweder mit der Taste L, also wie Lock aus dem Englischen, verriegeln. Und ganz wichtig auch, wenn man angekommen ist an einem Bahnhof, an einer Haltestelle, an einem Haltepunkt, je nachdem, den Halt unbedingt mit T registrieren. Hier steht es auch nochmal. Und mit der Taste O kann eben in Fahrtrichtung rechts die Tür freigegeben werden und mit der Taste U in Fahrtrichtung links. Ja, so viel dazu. Der Halt hier in Spitz ist auch gar nicht mehr so lange ausgeführt. Genau, eigentlich sollten wir schon ab 13.05 Uhr wieder abfahren. Von daher müssen wir uns ein bisschen sputen. So, schnell rein. Dann Türen schließen und abfahren nach Müllenen. So, Türen schließen machen wir unten über den roten Knopf oder wie schon gesagt über die Taste L. So, Türen laufen zu, das passt. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Spiegel beim Abfahren. Die können wir nämlich mit der Taste Z ausklappen. Und los geht's. Ab die Post mit 40 aus Spitz raus. So, Spiegel können wir wieder einklappen. Ich sehe niemanden, der irgendwie am Zug dran gehangen hat. Von daher, weiter geht's. So, durch den weichen Bereich schön langsam durch mit 40. Und dann kommen wir schon so ein bisschen auf die Bergstrecke rauf. Zumindest merken wir den ersten Anstieg. Also so richtig zur Bergstrecke wird sie dann erst, wenn wir in Frutigen angekommen sind. Ab da beginnt ja dann der steile Anstieg. Und da finden wir dann auch den Lötschberg-Basistunnel. Wenn wir dann drauf eingehen, wenn wir dran vorbeifahren, den sehen wir dann in Fahrtrichtung links von uns. So, erst mal auf 80 beschleunigen und dann später sind es die 100. So, ich stelle jetzt den Tachomaten oder den Tempomat extrem schnell hoch, damit wir hier etwas ja, flinker wegkommen. Der Fahrplan ist nämlich wirklich sehr straff gehalten. Da muss man sich auch ehrlich gesagt sehr anstrengen, dass man den irgendwie einhalten kann. Das ist gar nicht mal so einfach. So, da habt ihr vielleicht vorhin auch schon gesehen. Hier über den weißen Schalter kann man sich quasi im Führerraum auch nochmal die Pultbeleuchtung einschalten. Dann bekommt man hier so ein, wie ich zumindest finde, relativ angenehmes Ambiente im Führerraum. Dann sind eben sämtliche Schalter, sämtliche ja, Anzeigen in einem nicht so grellen, sondern in einem ja doch sehr schönen, angenehmen, warmen Ton beleuchtet. Und ja, was gibt es vielleicht noch zum Führerraum zu sagen? Hier drüben haben wir das Funkgerät von Funkwerk aus Kölle da in Deutschland. Ja, Zugzielanzeigen können hier drüben gewählt werden, hatte ich schon gezeigt. Von Siemens das ZUB-Eingabesystem, also für die Zugbeeinflussung selbiges oder Hauptbestandteil des Systems, wo dann die Überwachungsgeschwindigkeiten angezeigt werden, wo wir die Prüfläufe durchlaufen lassen können. Das finden wir hier unten. Zusätzlich gibt es dann hier oben den Tempomat von, ich glaube, Basler oder Bessler. Nee, Hassler ist er. Okay. Ja, Anzeige für die Zug- bzw. Bremskraft. Die Anzeige für die Fahrradspannung. Muss man auch ganz kurz gucken. Müllenen in wahrscheinlich ca. 3 bis 4 Kilometern. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau, Scheibenwischer kann hier drüben eingestellt werden. Klimaanlage hier,
dann ja, der Manövertaste oder die Manövertaste, der Quittierungsknopf, das Fernlicht finden wir hier. Dann ja, Eingabemaske für das System oder für das Bordsystem. Dann hier oben die Beleuchtung, Stromanhänger, Hauptschalter, Parkposition kann, glaube ich, dann hier gewählt werden von dem Zug. Da kommt der Gegenzug, können wir uns kurz auf- und abblenden. Vorgespannt hier die klassische BLS-Lok. Einmal in blau gehalten. Und hinten drauf die Autos. So, die 100 können wir auch schon fahren. Ah, die hatte ich jetzt leider voll verpasst. Genau, Schalter hatten wir hier drüben, Führerstandsbeleuchtung hier nochmal. Und ja, das wär's so in Summe. Zugkraft nehme ich jetzt runter auf 0. Wir lassen den Zug jetzt einfach ein Stückchen rollen, weil Mühlen ist auch nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, hier schon hinter dem nächsten Bogen müssten wir bereits den Bahnsteig sehen können. 1,7 Kilometer sind es noch. Also trotz dessen, dass wir hier eine Ausflugsfahrt heute sind, müssen wir uns wirklich ranhalten. Geplante Ankunft ist 13.11 Uhr. Na, 13.11 Uhr ist es gerade. Also so ganz pünktlich werden wir es nicht schaffen. Aber sowohl die BLS als auch die SBB und ehrlich gesagt auch alle anderen Zugsysteme oder Eisenbahnverkehrsunternehmen, Bahngesellschaften, die ich bisher in der Schweiz erlebt habe, sind wirklich extrem pünktlich gefahren. Es gibt auch einige Ausnahmen, die allerdings dann über Landesgrenzen hinwegfahren, in die Schweiz hinein zum Beispiel, die dann auch manchmal etwas Verspätung mitbringen und gelegentlich auch an Grenzen dann abgelehnt werden, weil sie zu viel Verspätung mitbringen. Bei denen ist es tatsächlich nicht immer gegeben, dass sie pünktlich fahren, aber größtenteils fahren auch da sehr pünktliche Züge. So, mit Dauertiefpreisen wird hier geworben. Selbiges gilt auch im Zug. Da finden wir dann auch gleich noch ein bisschen Werbung tatsächlich für die BLS. Ist aber auch nicht verwerflich, weil der Zug fährt natürlich für die BLS, auch wenn draußen Cambly dran steht. Und wir sind jetzt sehr, sehr langsam tatsächlich in den Bahnhof eingefahren. So, die Fahrgäste stehen hier. Ich glaube auch, wir müssen bis ganz nach vorne. Wobei, das passt schon. Das passt. Dann einmal Bremse anlegen. So, Türen in Fahrtrichtung links freigeben. Zack. Die gehen einmal auf. So schnell konnte ich gar nicht nach drüben gucken. Da haben die sich schon aufgeschoben. Und hier sehen wir es immer nochmal. Also, der Zug ist trotz der Cambly-Folierung bzw. trotz der Cambly-Lackierung, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Folie oder ob es eine Lackierung ist, trotzdem auch noch mit dem BLS-Logo ausgestattet. Wir sehen es außen an den Türen. Die Türen wurden im Gegensatz zum eigentlichen Lötschberger hier auch umlackiert. Der hat hier eine ja, schöne goldene Farbe bekommen. Der Zug von außen zumindest. Auch im Erste-Klasse-Bereich finden wir nicht den typischen Strich in Gelb, sondern der ist hier so auch in einem ja, eher goldfarbenen Ton gehalten. Also man sieht deutliche Unterschiede zum typischen BLS-Farbkleid. So, Abfahrt aus Mühlenen. Weiter geht's. Nächster Halt ist dann der Bahnhof von Reichenbach. Wahrscheinlich müsste es dann mit Kandersteg weitergehen. Oder beziehungsweise Kandergrund. Weil wir uns hier wahrscheinlich im Kandergrund auch dann befinden. Es ist jetzt auch ungefähr, ja, fast genau ein Jahr her, dass ich auf der Lötschbergbahn selbst unterwegs gewesen bin. Ist eine, wie ich finde, sehr schöne Strecke. Kann ich auch nur empfehlen. Also für jeden, ja, der sich irgendwie mit der Eisenbahn oder für die Eisenbahn interessiert. Oh, jetzt müssen wir ordentlich bremsen. Also die Lötschbergbahn, das ist schon wirklich mal ein Ausflug, beziehungsweise man könnte sogar schon fast sagen, einen Urlaub wert.
natürlich ist jetzt ein bisschen fragwürdig, ob man explizit nur wegen der Strecke anreisen möchte. Was ich jetzt auch ehrlich gesagt persönlich nicht machen würde. Aber es ist schon wirklich eine Strecke, die man gesehen haben kann. Gerade wenn man irgendwie durch Zufall in der Schweiz ist, sei es durch einen Urlaub, sei es vielleicht auch beim einen oder anderen beruflich bedingt. Es ist wirklich ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr imposantes Bauwerk, was man ja eigentlich nicht nur an einem Tag begutachten kann, sondern teilweise auch mit Wanderwegen sich zugute führen kann. Allgemein auch die Natur wirklich nicht nur an der Lötschbergbahn, ob das an der Gotthardbahn ist, ob das eigentlich in so vielen Ecken in der Schweiz ist. Die Schweiz bietet einfach in so vielen Bereichen eine wunderschöne Natur. Und ja, wer das nicht nutzt, der hat, glaube ich, wirklich was verpasst, wenn er die Schweiz bereist. So, weiter geht's. Nächster Halt, Frutigen. So, ich lege auch wirklich jetzt den Hebel einfach nach vorn, damit wir hier so schnell wie möglich nach Frutigen kommen. Ja, 13:20 ist, glaube ich, erwartete Ankunft, genau. Wird tendenziell auch schwierig. Ja, wir können sogar 110 fahren. Nutzen wir das mal. Oh, das wirkt aber ehrlich gesagt ein bisschen schnell hier für die Bögen. Trotz dessen, dass die überhöht sind und alles, also oh, hier auch sehr schön der kleine BLS-Traktor. Ganz kurz mal ein Stückchen nach hinten fliegen. Also man nennt das Fahrzeug Traktor, das ist kein wirklicher Traktor in dem Sinne, aber eben weil es so klein ist, wird es gerne als Traktor bezeichnet. So, 80 dann, ab der Einfahrt Frutigen. Vorne geht es auch schon los. Langsamfahrt wird signalisiert. Also noch nicht mit der 80, aber. So, quittiert wird's. Und dann müssen wir sogar einen ganzen Ticken weiter runterbremsen. So, 50 haben wir schon auf dem Tacho. Ich glaube, da vorne an der Baumgrenze kommen tatsächlich erst die Signale. So, wir stellen mal die V-Soll-Geschwindigkeit runter. Genau, auf die 40. Und dann passt das so. Hier erstrahlt jetzt auch nochmal tatsächlich der Kamti-Zug in vollster Pracht. Also bei bestem Sonnenschein haben wir den hier nochmal erwischt. Das ist auch genau die Sonnenseite. Ja, vielleicht noch so ein paar Informationen, warum wir heute diese Fahrt fahren. Am Anfang wurde es ja schon genannt und tatsächlich heißt auch die Fahrt das Szenario so. Nämlich zur... Ja, erstmal kurz quittieren. Nämlich sind wir zum Nationalfeiertag unterwegs. Ja. In der Schweiz wird er umgangssprachlich auch als Bundesfeiertag bezeichnet, beziehungsweise, ja, was heißt umgangssprachlich? Es ist der Bundesfeiertag, ja, einfach der Nationalfeiertag in der Schweiz und man feiert damit quasi die, ja, Entstehung, das Bestehen des Landes, genauso wie es das in anderen Ländern auch als Nationalfeiertag gibt, wie man das auch aus, ja, Deutschland kennt, wo man dann eben halt den Zusammenschluss zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik feiert oder den Beitritt der DDR zur BRD, wenn man so möchte. In Frankreich ist es der Nationalfeiertag, wo in Paris wirklich ein sehr großes Aufgebot gemacht wird, wo man über die Prachtstraße mit Jets hin drüber fliegt und so weiter und so fort. Ja, so wie man das eben von verschiedensten Nationen kennt. So, wir bekommen erstmal die Langsamfahrt hier, allerdings mit 60 sogar. Und dann auf Halt erwarten fahren wir ein. So, das wird quittiert.
futtigen 1 Kilometer noch. Ja, dann können wir auch wirklich die 60 ausfahren. Genau, und anlässlich dieses Bundesfeiertags findet eben in Blausee-Mittholz ein besonderes Event statt. Das werden wir dann sicherlich auch nachher noch sehen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein kleines Konzert gibt, dass es den einen oder anderen Stand mit Essen gibt, dass man wahrscheinlich auch den Kammblick-Zug dort begrüßend feiern wird. Aber alles andere sehen wir dann ja, zum Ende der Fahrt. Ich bin vor allem noch gespannt, ob unterwegs auch noch die eine oder andere Festlichkeit zu sehen sein wird. Da gucken wir dann mal. So, in Frutigen wird 1b angezeichnet. Wir haben es gerade 13.20 Uhr. 13.20 Uhr soll auch tatsächlich die Ankunft sein. Wir haben also ein bisschen was an Fahrzeit schon wieder gewinnen können für uns. So, 1b ist hier. Sektor 1c kommt da vorne. Aber tatsächlich sollen wir bis nach vorn fahren, wo auch die Fahrgäste stehen. Okay, dann lassen wir noch ein Stückchen rollen. So, und bremsen dann den Zug einmal hier vorne ein. Wir können uns ruhig mal zu den Fahrgästen hinstellen. Dann sehen wir auch unseren Kampli-Zug einfahren. So, einmal die Fahrgäste direkt vor der Nase abgeholt. Dann den Halt registrieren mit T. Die Türen in Fahrtrichtung rechts freigeben mit Taste O und dann natürlich noch warten, bis die Fahrgäste eingestiegen sind. So, wir setzen uns schnell wieder in das Fahrzeug rein, machen mit Z die Spiegel mal ganz kurz nach draußen. So, gucken ganz kurz in den Abfahrmonitor. Wenn die rote Uhr hier unten durchgelaufen ist bzw. wieder verschwunden ist, dann wurde der Halt vollständig registriert und dann können wir quasi auch ja, mit dem Zug wieder losfahren. Dann sollte eigentlich die Ankunft eingetragen worden sein. So, weiter geht's zum Kandergrund. Dann Türen verriegeln bitte. So, wir können auch wahlweise mit Shift und 2 und der Pfeiltaste nach rechts aus dem Fenster rausgucken. Die Türen schließen sich, sind geschlossen, rein in das Fahrzeug und dann würde ich sagen, fahren wir ab. Ausfahrt mit 40. Wird natürlich nur eingestellt. Nächster Halt, Kandergrund. So. Zugsicherung quittieren. Und ja, das Schöne an dem Szenario ist tatsächlich auch, für all diejenigen, die den Kambli-Zug tatsächlich schon besitzen, gibt es die Möglichkeit, das Szenario kostenlos herunterzuladen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch die entsprechende Lötschbergbahn, weil das eben die Strecke ist, auf der das Szenario spielt. Wer also die Lötschbergbahn und den Kambli-Zug hat, der kann sich bei simtrain.ch im Onlineshop entsprechend kostenlos dieses Szenario zum Bundesfeiertag herunterladen. Die Entwickler haben dafür extra das Szenario zusammengebaut, um quasi auch ja, für die Schweiz einfach den Bundesfeiertag schön zu feiern. Auf der linken Seite sehen wir jetzt den zu Anfangs schon erwähnten, jetzt hätte ich beinahe gesagt Semmering-Basistunnel, den Lötschberg-Basistunnel, der jetzt hier unter dem ja, Felsmassiv hindurchführt. Und da sieht man eben auch nochmal hier beim Eingang die Kapp-Signalisierung oder beziehungsweise die Tafeln für die Kapp-Signalisierung, weil eben im Tunnel dann mit Führerstandssignalisierung gefahren wird. Und die Führerstandssignalisierung ermöglicht eben auch höhere Geschwindigkeiten. Also in der Schweiz ist es genauso wie in Deutschland. Man fährt auf Signalsicht maximal 160 km pro Stunde. Und mit Führerstandssignalisierung sind dann eben auch Geschwindigkeiten jenseits der 160 möglich. Also zum Beispiel 170 km/h, einfach als Beispiel. So, über den großen berühmten Viadukt geht es auch noch hin drüber. Das Besondere an der Konstruktion oder an diesem Brückenbauwerk ist eben, dass es zweigeteilt ist. Man hat quasi einmal den neuen Viadukt und einmal den alten. Der neue hier in der wunderschönen Ausführung mit großen Steinen. Und dahinter kann man es schon sehen, es sind einzelne Säulen, also eine
wahrscheinlich Stahlbetonbauweise, die man hier gewählt hat. So, im Kandergrund kommen wir an in 1,5 Kilometern. Die Ankunft ist geplant für 13.25 Uhr. Wir haben es gerade 13.25 Uhr. Ein Kilometer ist es noch. Also wir schleifen so ungefähr eine Minute an Verspätung mit uns mit. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem noch pünktlich nach Blausee mit Holz schaffen. So, das lilane Lämpchen ist für uns jetzt erstmal unrelevant. Auf der BLS-Bergstrecke, also auf der Lötschberg-Bergstrecke, Lötschberg-Bahn-Bergstrecke, gibt es nämlich auch eine Besonderheit. Unabhängig davon, ob man auf dem rechten oder linken Gleis fährt, gibt es in bestimmten Streckenabschnitten Teilbereiche, die ein anderes Lichtraumprofil haben. Grund dafür ist der Autoverladezug oder die Autoschleuse, die hier unterwegs ist. Mit der muss nämlich ein anderes Lichtraumprofil beachtet werden, als das bei den konventionellen Zügen der Fall ist. Und deswegen gibt es dann hier auch diese speziellen Lichtsignale, die dann eben hier in diesem lilanen Farbton dargestellt sind. Und wenn es jetzt gerade thematisch sogar noch richtig passt, könnte es sein, dass uns eine Autoschleuse entgegenkommt. Zumindest würde die blaue BLS-Lok dazu passen. Ah, es ist natürlich ausgerechnet der Reisezug. So, und ganz kurz, damit wir hier in Kandergrund richtig anhalten. Im grau markierten Bereich. So. Na, der Reisezug hält sogar auch hier an, okay. So, wir registrieren den Halt und in Fahrtrichtung links wollen wir die Türen freigeben, also mit der Taste U. So, Spiegel sind auch schon ausgeklappt. Und ja, ich stimme dir zu, wenn du jetzt sagst, in Kandergrund ist es ja mit dem Einstieg hier ziemlich schwierig. Das ist auch richtig. Das ist kein allzu barrierefreier Zustieg, den man hier hat. Also man hat hier wirklich Probleme, wenn man irgendwie vielleicht schlechter gehen oder allgemein halt stehen, laufen kann etc. Das ist hier wirklich nicht sonderlich einfach. So, Türen machen wir dazu. Abfahrt hier in Kandergrund. Ja, nochmal sehr, sehr schön, wie die 465 ausfährt. So, Bremsen haben wir gelöst bei unserem Zug. Ich fahre den schon mal im Hintergrund langsam los, dass wir hier keine Verzögerungen reinkriegen. Aber hier eben nochmal die klassischen BLS-Reisezugwagen. Erste Klasse vorne im Zug, zweite Klasse hinten im Zug und der Gepäckwagen. Na, wieso will unser Zug nicht losfahren? Doch jetzt. War ein bisschen zu wenig Zugkraft. So, Spiegel können wir wieder einklappen. Auch hier wieder mit der Taste Z. Und durch das etwas verspätete Abfahren habe ich uns jetzt, glaube ich, noch etwas mehr Verspätung eingehandelt. Mal gucken. Blausee mit Holz hat jetzt keine Ankunftszeit angegeben. Zu unserem Vorteil. Von daher können wir nur pünktlich sein. Ja, und besagte Tafeln auch nochmal hier für den Autozug hier dargestellt. Darüber wird quasi auch über die Blinklichter dann signalisiert, ob der Fahrweg richtig eingestellt ist, weil der Triebfahrzeugführer auf dem Autozug muss natürlich auch wissen, ob er jetzt auf das richtige Gleis geleitet wird, weil es kann ja auch sein, dass in der Technik irgendwo mal ein Fehler geschehen ist oder dass der Fahrdienstleiter vielleicht beim Einstellen des Fahrwegs nicht darauf geachtet hat, dass es sich dabei um den Autozug handelt. Und da muss dann eben, ich nehme mal an, manuell der Fahrweg gestellt werden und vor allem auch überprüft werden, dass der richtig ist. Es wäre tatsächlich mal sehr interessant zu erfahren, wie die Stellwerkstechnik hier in der Schweiz arbeitet. Ob man da auch hier auf der Lötschbergbahn, insbesondere für den Autozug halt, ob man da auf ein besonderes System zurückgreift oder wie das halt hier allgemein gehandhabt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es auch hier eine ESTW sein wird, von dem aus das gesteuert wird. So, und die 60 können wir hier schon mal eingestellt lassen. Achso ja, die 60 sehen wir übrigens auch hier unten im Zub-Display drin.
Das ist jetzt quasi einfach die Überwachungsgeschwindigkeit, die uns von der Zugsicherung gegeben wird. Und ja, bei den Signalen vom Typ L, die wir jetzt hier gerade während der gesamten Fahrt eigentlich vor uns haben, Signale des Typs N sind mir auf der Lötschbergbahn, auf der Lötschberg-Bergstrecke, gar nicht bekannt. Habe ich weder in echt gesehen, noch jetzt hier in der Simulation, logischerweise. Vielleicht um noch so ein bisschen die Signalsysteme unterscheiden zu können. Es gibt in der Schweiz das System M. Das ist, um sich es als Eselbrücke vielleicht zu merken, das alte Signalsystem, wo man wirklich mechanische Signale hat. Also Signalsystem Typ M, mechanisch, so die Brücke vielleicht im Kopf. Signalsystem L für Lichtsignale, das sind dann quasi die ersten Lichtsignale, die nach den mechanischen Signalen gekommen sind. Und das sind eben die Standardsignale, die wir jetzt hier auch auf der Strecke immer sehen. Und dann gibt es noch ein Signalsystem vom Typ N. N, was wie Nummer ist, beziehungsweise ich glaube, die Bezeichnung kommt hier aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Es müsste so viel wie Numerique oder Numerique heißen, je nachdem, wie es jetzt ausgesprochen wird. Jedenfalls, um sich es vielleicht als deutsche Eselsbrücke zu merken, das Signalsystem mit Nummern, Signalsystem N, das ist dann das neueste Signalsystem, was so, naja, ähnlich. Nicht genauso wie das KS-Signalsystem ist, aber es ist ähnlich dem KS-Signalsystem. So, zwei gelbe Lämpchen im System L, heißt im Vorsignal Halt erwarten. Und da haben wir es auch schon, ein rotes Lämpchen. Na, und kriegen natürlich direkt frei mit 40 und 40 erwarten. Einfahrt von Blausee-Mittholz ist es jetzt. Dieser ganz typische Bogen. Meine Damen und Herren, wir treffen in Blausee ein. Genießen Sie den Schweizer Nationalfeiertag. Signore e signori, arriviamo a Blausee per goderci la festa nazionale svizzera. Das ist zum Beispiel auch sehr schön gemacht, dass hier die Ansagen auch wieder mehrsprachig sind. Das ist wirklich schön. Ja, hier nochmal der BLS-Linienplan übrigens. Und so schaut es auch im Zug aus, weil wir uns den noch gar nicht von innen angeschaut hatten tatsächlich. Erste Klasse hier befindet sich übrigens in der Mitte des Zuges. Finde ich auch sehr schön, das Konzept. Oder was heißt sehr schön? Ich finde es gut, dass man die erste Klasse in den mittleren Bereich des Zuges gepackt hat, weil man dadurch nicht so völlig abgegrenzt ist von allen anderen Orten im Zug, ob das jetzt der Fahrkartenverkauf ist, wo ein Fahrkartenautomat stehen könnte, und eben auch nicht von den WC-Anlagen. Oh, hier guck mal, mit richtigem Blaskonzert scheinbar. Können wir mal sogar ein bisschen langsamer einfahren. Dann nehmen wir gerne etwas Verspätung in Kauf. Das schaut ja richtig schön aus, sogar hier mit den ganzen Schweizer Fahnen. Sehr schön. Na, ja, hier ganz klassisch. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Ich glaube Alpenhorn oder so. Es hat bestimmt eine nochmal besondere Bezeichnung. Auf jeden Fall sehr schön, dass man hier sogar extra dieses Bläserkabinett, je nachdem wie man es jetzt bezeichnet, aufgestellt hat. Ich denke, wir haben auch einige Schweizer unter uns, die da vielleicht die genaue Bezeichnung kennen und die auch gerne mal unten in die Videobeschreibung hineinschreiben können. So, wir geben mal ganz kurz die Türen frei. Um den Dirigenten jetzt hier nicht von hinten zu stören, sollte man natürlich vielleicht die erste Tür absperren, dass hier jetzt nicht unbedingt einer direkt in das Blaskonzert hineinstolpert.
Aber ja, so war das jetzt hier bei unserer Nationalfeiertagsfahrt. Ich hoffe schon mal, dass es dir gefallen hat. Ich glaube, wir müssen den Zug gleich sogar noch ein Stückchen rangieren. Schauen wir gleich mal. Ja, auf jeden Fall können wir erstmal hier noch ganz kurz das Konzert genießen. Und genau, Sie können jetzt den Zug wegstellen. Fahren Sie rückwärts in Gleis 5. Okay, machen wir das gleich. Ja, und gerade in dem Moment hört sogar auch das Konzert auf. Dann machen wir das mal. Einmal vorne die Beleuchtung ausschalten. So, zack. Dann nehmen wir mal das Zugziel raus. So, nochmal auf Brick drauf geklickt. Wir verriegeln die Türen. So, machen die einmal zu. Laufen auch zu, perfekt. Und in den Spiegeln gucken wir nochmal ganz kurz. So, da hängt auch niemand am Zug dran, perfekt. Dann Fahrtrichtungswende rausnehmen. Stromabnehmer nehmen wir runter und Hauptschalter raus. So, abgerüstet einmal. Mit Steuerung und Plus können wir durch den Zug hindurchspringen. Auf die andere Seite, in den anderen Führerstand. Da nehmen wir ganz schnell den Führerraum in Betrieb, damit wir die Bremse anlegen können und nicht wegrollen. Ich hatte die nicht bewussterweise hinten gelöst, damit wir keine Probleme mit der Bremse bekommen. So, auch wenn es jetzt ein bisschen laut hier ist, im Blausee, Fahrtrichtungswende wieder nach vorn. Stromabnehmer nach oben. Hebt sich hinten am Zug. So, Hauptschalter rein. Zugsicherung lassen wir jetzt auf dem kurzen Streckenabschnitt aus. Brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Wir stellen den Zug nur ganz kurz weg. Und dann geht es langsam los. Wir verlassen einmal den Bahnhof Blausee-Mittholz. Ich glaube, der wird auch tatsächlich schon im normalen Fahrgastbetrieb gar nicht mehr so oft angefahren. Ich meine, da halten irgendwie ein oder zwei Züge am Tag. Aber so wirklich, ja, Personenverkehr, der hier stattfindet, von dem kann man nicht reden. Ah, das ist quasi so das Rasengleis, was hier zu sehen kommt. Das ist aber auch interessant. Das wirkt so ein bisschen jetzt wie eine Spezial-Shuttle-Fahrt oder so eine Charterfahrt. Hier hinten wohnt bestimmt irgendjemand vom Zugpersonal, der sich den Zuglauf extra hin oder den heutigen Sonderzug extra hin hat stellen lassen. So. Kurz beim Überweg gepfiffen. Und dann ist hier hinten am Prellbock Schluss. Wir bremsen einmal rein und stellen den Zug hier ab. Ja, ich hoffe, dir hat die Fahrt Spaß gemacht über die Lötschbergbahn. Ein weiteres Mal sind wir auf der Strecke unterwegs gewesen und gleichzeitig hast du eben auch den Kamblitz-Zug zu sehen bekommen, genauso wie das Szenario zum Schweizerischen Nationalfeiertag. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Schau auch gerne mal bei simtrain.ch im Onlineshop vorbei. Links dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung drin. Und ja, ich würde mich natürlich genauso über ein Däumchen nach oben freuen und unter einem oder über ein Abo für den Kanal. Und in dem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche allseits gute Fahrt und damit bis zum nächsten Mal.